Kevin liest Kevin-Witze. Der Lehrer fragt Kevin: Kevin, was ist die Mehrzahl von Baum? Kevin antwortet: Wald. Kevin geht heiraten. Und so frage ich dich, Kevin, willst du die hier anwesende Chantal zu deiner Bitch nehmen und sie loven und haten, ein Leben mit ihr teilen in GZ und SZ? Dann gib mir jetzt ein Like. Ein Kevin wirft einen Stein auf den Boden und trifft nicht. Bei der Geburt sagt der Arzt zur Mutter: Oh Gott, es tut mir leid. Was denn, was denn? Es ist ein Kevin. Kevin hat den Busfahrer verarscht, er hat ein Ticket gekauft und ist wieder ausgestiegen. Oh je, Kevin, versteck dich schnell, die Müllabfuhr kommt. Kevin ist unnötiger als ein Fundbüro in Polen. Papa, Papa, sagt Kevin, darf ich zum Bungee-Jumping? Nein, nein, Kevin, du wurdest schon wegen eines gerissenen Gummis geboren. Der ist gut. Chantal, funktioniert der Blinker? Fragt Kevin. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Was ist der Unterschied zwischen Kevin und einer Blondine? Der Name. Wie heißt du? Kevin. Oh wow, das tut mir leid. Was passiert, wenn man Kevin eine Taschenlampe an den Kopf hält? Er leuchtet aus den Augen. Kevin beim Vorstellungsgespräch. Wie heißen Sie? Kevin. Der nächste bitte. Wie viele Kevins braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen. Man braucht keine Kevins. Kevin beim Arzt. Wie heißen Sie? Ich heiße Kevin. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein Problem. Das sagten Sie bereits. Kevin mobbt seinen kastrierten Kater. Komm her, wenn du Eier hast! Was ist die Mehrzahl von Kevin? Hauptschulen. Wie nennt man einen Kevin an einer Universität? Hausmeister. Früher war Kevin allein zu Haus, jetzt ist er überall. Den Kevin allein zu Haus Witz habe ich mir vielleicht 5000 Mal anhören müssen. Der kürzeste Kevin-Witz: Kevin geht zur Uni. Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Der tut ein bisschen weh. Als ob ich das jetzt ausgesucht hätte, aber der nächste Kevin-Witz ist: In 5 Jahren gibt es einen Aufstand in Deutschland. Dann haben die Kevins die Witze verstanden, die über sie gemacht werden. Laut einer Studie gibt es in jedem Freundeskreis einen möglichen Serienkiller. Ich habe Kevin vorsichtshalber auf die Bahngleise geschubst. Ich habe mich noch nie psychologisch tiefergehend damit auseinandergesetzt, wie Witze funktionieren, ja, aber diese Abwertung, die da drin ist, wow. Ich verwende das Wort dumm seit gut 20 Jahren gar nicht mehr, aber sicherlich ist es verführerisch, etwas unter sich zu fühlen. Damit sind wir dann auch beim letzten Kevin-Witz für heute. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und der Montag ist der Kevin unter den Wochentagen.